Hallo und herzlich willkommen zu den Shutter News. Alles, was in der letzten Woche so rund um die Technik passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Heute ist das Setup ein bisschen anders. Das hat aber einen bestimmten Grund, den ihr am Ende des Videos erfahrt. Also bleibt dran. In letzter Zeit gab es jetzt wirklich sehr viel Rubel über Adobe, das Photoshop-Bearbeitungsprogramm, sowohl Lightroom, Photoshop, aber auch jetzt Premiere Pro. Das Videoschnittprogramm. Da kommt jetzt nämlich auch sehr viel AI rein. Und jetzt stellt man sich die Frage, ist das jetzt das beste Schnittprogramm, was es so gibt? Wie schlägt es sich so gegen das neue DaVinci Resolve 19? Darüber hat der YouTuber ein sehr schönes Video gemacht, wo der so die Vor- und Nachteile beider Programme verglichen hat. Die Vorteile bei Premiere Pro wären halt so welche Sachen, dass man zum Beispiel Songs verlängern könnte. Man könnte also, wenn man jetzt ein lizenzfreies Lied hat und das über das ganze Video haben will, was vielleicht auch mal 15 Minuten geht, kann man das einfach länger ziehen und das ist so extended. Vorher müsste man das dann einfach dann immer kopieren und wieder einsetzen. Da wären dann verschiedene Cuts drin. Das geht dann da jetzt besser. Man hat dort auch dieses Video zu Text, also man kann textbasiert editieren. Wenn man also gerade zum Beispiel ein Interview filmt, kann man dann anhand des Textes dann einfach die Textpassagen rausschneiden, die man nicht haben will. Und so hat man dann nur dieses Video drin, wo der dann genau das dann sagt. Was jetzt DaVinci Resolve angeht, hat man da jetzt aber auch viele nützliche Features, die einem so im Alltag helfen können. Hauptsächlich auch auf die Nachbearbeitung des Videos. Man kann, wenn man mit einem iPhone filmt, jetzt neuerdings den Hintergrund unscharf machen, also so ein bisschen Depth of Field in dieses Video mit reinbringen. Man kann, wenn zu hohes ISO benutzt wurde, einfach das Rauschen aus dem Bild rausmachen. Man kann ein normales Video, was aus 24 FPS besteht, einfach in Zeitlupe verwandeln. Das ist ein tolles Feature. Und natürlich aber auch das Color Grading, was natürlich in DaVinci Resolve nochmal viel mehr ausgeprägt ist. Es gibt das Color Space Transform, was ich immer benutze. Wenn ich mich jetzt für eine Variante entscheiden würde, wäre das auf jeden Fall immer, also wirklich immer DaVinci Resolve. Denn jetzt muss man sich auch nochmal den Preis angucken. Jetzt auf der Website kriegt man das für 25 Euro im Monat, also Premiere Pro alleine. Da ich aber von meinem Freund weiß, dass man das auch mal bei einem Black Friday Deal mal für weniger bekommt, für 7,50 Euro, 12,50 Euro, ist das schon nochmal günstiger. Aber auf längere Sicht wird sich das nie rentieren. Denn sagen wir mal, es würde 7,50 Euro im Monat kosten. Dann würde das schon 90 Euro im Jahr kosten. Also jetzt umgerechnet für die 300 Euro, die DaVinci Resolve Studio kosten würde, würde man damit dann in ungefähr 3 Jahren so den Preis drin haben. Wenn man dann aber noch länger halt das Schnittprogramm nutzen will, dann würde es immer mehr kosten. Und das war jetzt auch das Beispiel mit dem Black Friday Deal. Wenn ihr Premiere Pro dann normal kauft, wenn es keinen Rabatt gibt, dann sieht es halt noch schlimmer aus und der Preis ist noch höher. Und außerdem muss man für DaVinci Resolve jetzt auch nicht unbedingt Geld dafür ausgeben. Man kann ja auch einfach die freie Version nutzen, was ich auch momentan noch mache. Ich überlege mir gerade nur, DaVinci Resolve Studio zu kaufen und nicht Premiere Pro. Aber gut, machen wir weiter. Es gibt momentan schon Leaks über das iPhone 16, was bald wieder rauskommen soll. Es soll wie jedes Jahr einen größeren Hauptsensor geben, der dann für besseres Lowlight-Verhalten sorgt. Eine jetzt auch neuerdings Ultraweitwinkelkamera, die auch 48 Megapixel halt besitzt. Damit wird dann auch endlich mal diese schlechte Brennweite auch mal zu etwas Gutem gemacht. Bisher war es ja immer so, das war immer so die einzige Linse, die nicht richtig gute Qualität hatte. Freue ich mich wirklich drauf. Es soll jetzt bald einen Action-Button für eine Kamerafunktion geben. Also sozusagen, wenn man jetzt hier das Handy habt und ihr filmt dann so, habt ihr hier oben dann einen Button dafür. Und auch das Wichtigste beim iPhone 16 wird sein, dass es jetzt KI-Features eingebaut hat. Das Besondere daran, die werden ohne Internetverbindung verfügbar sein. So wird sich Apple abheben von allen anderen, die momentan noch eine Verbindung zum Internet brauchen, um diese ganzen KI-Features available zu haben. Worüber es noch Leaks gibt, ist eine Panasonic Vintage-Kamera. Also sozusagen ungefähr das gleiche wie eine Leica Q3. Mit einem fest verbauten Objektiv, was man nicht wechseln kann, und einem Vollformatsensor. Hier wird geschätzt, dass sie eine 35mm Brennweite hat und 24 Megapixel aus der Lumix S5 Mark II. Viele haben jetzt auch schon gesagt, dass das eine klare Konkurrenz zu der Leica Q-Serie werden wird, denn das Ganze soll nur 2.000 bis 3.000 Euro kosten. Und was ich dazu sage? Nein, das wird auf gar keinen Fall an eine Leica Q3 zum Beispiel rankommen. Denn alle Features von der Panasonic Vintage Kamera sehen jetzt zwar super aus, das einzige ist nur halt dieser 24 Megapixel Sensor. Das ist noch die Besonderheit von der Leica. Denn bei der Leica kann man einfach dann einen Knopf drücken, dann zum Reingruppen und man hat direkt noch eine 35mm Brennweite, eine 50mm Brennweite und vielleicht auch sogar noch eine etwas noch teligere Brennweite.
Klar, man verliert dadurch immer noch Resolution, aber da man 61 Megapixel hat, kann man das halt hier noch einwandfrei machen und nicht halt wie mit einem 24 Megapixel Sensor aus der Panasonic Vintage Kamera. So denke ich zwar, dass das eine tolle Kamera sein wird, die wirklich auch sehr, sehr viele kaufen werden und womit ich bestimmt auch Spaß hätte, aber es wird noch kein richtiger Ersatz für eine Leica Q3 sein, was ja auch gut ist. Und jetzt kommen wir zu der Ankündigung vom Anfang. Ich habe das vielleicht Must-Have-Objektiv gefunden. Das Objektiv kostet nur 110 Euro und ist ein Vollformat-Objektiv mit der Blendenöffnung 1.4. Müsst ihr euch mal denken. Vielleicht habt ihr es jetzt auch schon erraten, es geht um das Pergier 35mm mit der Blendenöffnung 1.4. Ja, ein manuelles Objektiv. Und ihr könnt euch jetzt bestimmt auch erinnern an mein früheres Video, wo ich 28 gegen 35mm verglichen habe und ich zu dem Entschluss gekommen bin, dass ich 28mm besser finde. Wie dumm ich noch früher war. Momentan finde ich, dass beide Brennweiten irgendwie so ihren Reiz haben. Früher habe ich gesagt, 35mm ist irgendwie langweilig, das sieht irgendwie doof aus. Jetzt sage ich, dass ich ohne 35mm nicht mehr leben könnte. Denn wir haben einen nicht so ganz rangezoomten Look von zum Beispiel einem 50mm. Es ist schon noch im Geschehen drin, aber jetzt noch nicht so ganz drinnen wie ein 28mm. Das ist schon etwas distorted, es geht schon viel mehr in das Weitwinkligere mit rein. Das fand ich bei dem 28mm so cool, denn es sah halt ein bisschen besonders aus. Du warst noch ein bisschen Tick mehr drin und wenn dann auch noch das Bokeh da ist, dann ist das einfach ein toller Look. Ja, und wie gesagt, jetzt war ich halt auf der Suche nach einem 35mm Objektiv. Ich will jetzt auch nicht so viel Geld dafür ausgeben und ich bin auf das Pergier 35mm 1.4 gestoßen. Nachdem ich mir jetzt aber wieder sehr viele Reviews angeguckt habe zu diesem Objektiv, muss ich aber auch hier wieder sagen, der Preis ist auch gerechtfertigt. Offenblendig ist das Objektiv übelst gar nicht gut, was Schärfe angeht. Viele YouTuber haben davon gesprochen, dass das Fokus-Peaking erst gar nicht einsetzt, wenn man mit Offenblende filmt. Also das Selbstfilmen ist damit sozusagen fast unmöglich. Und das gibt mir halt jetzt wieder Bedenken. Dann müsste ich dann vielleicht auf Blende 2.0 schießen, denn da ist die Schärfe schon etwas besser. Aber dann ist dann wieder der Vorteil so von Blende 1.4 weg. Und ich könnte mir eigentlich auch wieder das Sony 35 1.8er kaufen. Was dann noch sogar noch Autofokus hat. Und wenn wir dann auch schon wieder bei Objektiven sind, die nicht Vintage sind, also Autofokus haben, habe ich mir auch direkt dann wieder das Samyang 35mm 1.4 angeguckt, was ungefähr 600 Euro kostet. Und jetzt bin ich wieder in diesem Dilemma drin, dass ich immer mehr will. Wenn ihr Tipps habt und ihr vielleicht eines von den Objektiven besitzt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, damit ich dann auch die richtige Entscheidung treffen kann. Das war's jetzt aber mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich hab's nämlich. Ciao.